Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was bekommen. Und ja, da habe ich jetzt mal nicht eine Anfrage bekommen, da habe ich selber nachgefragt, weil ich gesehen habe, dass die was Neues rausgebracht haben. Ihr seht es ja bestimmt am Titel. Von Schock gibt es jetzt die Open Knit. Wie komme ich auf Knit? Keine Ahnung. Open Fit. Die haben jetzt kein Band nach hinten. Also praktisch rum. Die sind direkt für über die Ohren zu machen. Ja, ich zeige euch mal das Bild. So. Ja, die Bügel sind für halt über die Ohren. Und dann hängt es dann hier praktisch. Auch wieder Knochenschall, so wie es aussieht. Ich bin sehr gespannt. Ja, doch, sind Knochenschall. Oder? Nee, das sieht eher aus wie normale. Na, ich lasse mich mal überraschen. Und wir haben auch eine Ladebox mit bei. In Black haben wir sie. 2er Garantie haben sie. Bluetooth. Ja, also hier sieht man sie hinten. Da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Weil die haben mich sehr interessiert. Weil einige von euch ja gefragt haben, ja, wie sieht es denn aus mit Schock? Gibt es da auch was anderes? Weil die Mini sind mir zu mini, die normalen sind mir zu groß, wenn sie hinten lang gehen, und zu locker. Gibt es da vielleicht auch eine Mittelvariante? Nee, Mittelvariante gab es jetzt nicht. Aber mit den Open Fit, ja, wird es denn so sein, dass die eigentlich, also die kannst du auf deinen Ohrruf machen und dann ist egal, wie, da ist ja kein Band nach hinten und da seid ihr denn sicher. Ich bin mal gespannt. Wir werden mal in die Unboxing-Ansicht wechseln. Da bin ich auch schon wieder. Wir wollen jetzt die Open Fit von Schocks auspacken. Nicht wundern, da liegt der dicke Kater. So, wollen wir mal gucken. Achso, das ist ja das. So, Plastik mal dahin machen. Bin mal gespannt. Bevor wir auch richtig auspacken, ich bin echt gespannt, ob wieder eine Tasche mit bei ist. Ja, und wie das hier mit dem Ladekabel ist, ob wir wieder hier. Ach doch, hier sehe ich ja schon die Punkte. Also ist auch wieder mit magnetisch. Aber hier sind ja einzeln, also müssten ja zwei Ladekabel oder ein Ladekabel mit was als Y ist sein, rein theoretisch, dass man beide gleichzeitig laden kann. Was ich schon mal im ersten Augenblick gut finde, ist, dass man hier vernünftig sehen kann, links, rechts. Na? Hier, da unten ist nämlich, da ist der Aufkleber. Also beziehungsweise die Markierung. Ja, ranzoomen. So, jetzt. Das war nämlich nicht auf automatisch Fokus, das war auf manuellen Fokus. Hier seht ihr das. Warum der sich immer wieder verstellt, weiß ich auch nicht. So, dann gucken wir aber jetzt mal nach. Oh, wir haben ein kleines schwarzes Schächtelein. Das werden wir uns gleich auch mal angucken. Und hier haben wir dann natürlich wieder die Karte, um mit die Seriennummer, um mit zu registrieren auf der Schock-Seite. Und hier haben wir dann den USB-Kabel. Ah, nee, dann brauchen wir doch nicht Y. Wir haben USB-C, zu Normal-USB zu USB-C. Hier ist die Anleitung, die brauchen wir jetzt auch nicht wirklich, weil dann brauchen wir ja doch nicht zwei wie ein Y-Kabel, weil es im Case ja geladen wird. Die sehen aber auch echt wirklich sexy aus. Ja, ich mache die mal hier so hin, dann könnt ihr das sehen. Also wenn wir hier so aufmachen, ja, schön matt schwarz. Hier die LED, hier machen wir auf. Hier unten natürlich CE und so was alles. Hier ist der USB-C-Anschluss. Sonst ist hier ringsherum nichts. Aber wenn wir aufmachen,
Ja, mit dem Klavierlack hier und dann hier auch das Matte. Finde ich sehr sexy. Ah, hier sind sie dann, hier sind die Magneten. Sind auch fest drin. Da fällt gar nichts raus. Nur beim Rinnmachen muss man dann halt hier ein bisschen drauf achten, dass die den, mit dem Bogen das halt gut ist. So, jetzt muss ich erstmal gucken wegen Bluetooth. Open Fit by Shock. Koppeln. So, wir haben sie jetzt gekoppelt. Hier seht ihr das. Ja, kann man das dann Kontakte teilen und so brauchen wir nicht. AAC ist an. Absolute Lautstärke. Halten Sie Lautstärke, Bluetooth-Gerät und des Telefons streng konstant. Du kannst diese Funktion ein- oder ausschalten, wenn keine Medien im Hintergrund abgespielt werden. Aha. Gut, dann kann man das auch wieder getrennt machen. Also Handy einzeln und hier einzeln. Also hier laut machen und hier nochmal was lauter machen. Gut. So, dann würde ich jetzt sagen, ich mache doch nochmal gleich einen Cut und wir gehen dann ins Hardware-Video, wenn wir das erste Mal benutzen werden. Aber erstmal gucken wir uns die nochmal an. Hier unten ist dann halt mit dem Klavierlack. Hier kommt der Sound raus. Hier haben wir die drei Kontakte. Das ist biegsam. Sehr leicht sind sie. Also ich muss sagen, ich hätte sie jetzt schwerer erwartet, aber die sind wirklich echt sehr, sehr leicht. Und so kommen sie dann praktisch aufs Ohr, also ums Ohr rum. Ja, das ist dann halt. Und wenn wir sie hier, ja, dann machen wir sie hier raus, wieder rein. Also die sind schon echt sexy, muss ich sagen. Auch mit dem schönen Schriftzug hier, Sharks und so. Also da bin ich mal gespannt. Das werden wir uns, die werden wir uns jetzt gleich im Hardware-Video. Da will ich aber die Kamera nochmal wechseln. Ja, das ist, dass ihr wieder von der Seite gucken könnt. Dann seht ihr so, wie ich sie aufsetze. Und dann kann ich da auch ein bisschen mehr dazu sagen. Haben wir denn hier noch was anderes? Ah, hier unten haben wir denn noch. Da ist Schock. Oben haben wir. Vorne haben wir. Ich muss schauen, ich bin schon begeistert. So. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder. Also Anleitung brauchen wir nicht durchgucken. Die ist. Da wird dann halt wieder nur erklärt, welcher Knopf was ist und hast du nicht gesehen. Da kriegen wir schon hin. Weil verbunden sind sie jetzt schon. Das Einzige, was ich mir dann angucken muss, ob die halt auch also wieder Berührungstasten haben wie andere, dass man halt oben, unten, links, rechts für Play, Pause und was weiß ich macht. Aber die gucken wir uns dann gleich zusammen an, wenn wir sie das erste Mal benutzen werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen für das Unboxing. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns gleich wieder im Hardware-Video, wenn wir sie das erste Mal benutzen werden. Und testen werden und gucken, wie sie sich schlagen. Vom Tragekomfort, vom Sound her und allem drum und dran. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.